Wer sich in Kirchen in Mönchengladbach und Umgebung umsieht, wird sakrale Kunstobjekte finden, die von einem hohen handwerklichen Können zeugen. Sie stammen aus der Werkstatt des Kupferschmieds Johannes Jansen. Die Figuren dieser Kreuzigungsszene in der Pfarrkirche von Geneigen zum Beispiel sind aus einem Stück getrieben. Sie stellen Höhepunkte des Kupferschmiedehandwerks dar, verdeutlichen aber auch, dass dieser Handwerkszweig ein aussterbendes Gewerbe ist und nur noch in Kunstwerkstätten professionell betrieben werden kann. Ein weiteres Beispiel dafür ist das Taufbecken in Pier. Kupferschmiede stellten früher jedoch vor allem Haushaltsgegenstände her. Dies zeigt auch das Meisterstück von Johannes Jansen, ein Wasserkessel. In Mönchengladbach gehörten die Kupferschmiede bis ins 18. Jahrhundert hinein der Schmiedezunft an und wurden Kesselschläger, Kesseler oder Keteler genannt. Ende des 19. Jahrhunderts verlor das Kupferschmieden jedoch durch die industrielle Produktion stark an Bedeutung. Die Schmiedewerkstatt von Johannes Jansen ist eine der letzten ihrer Art im Rheinland gewesen. Rohmaterialien für den Kupferschmied sind in erster Linie Kupfer- und Kupferlegierungen, zum Beispiel Messinge, Legierungen aus Kupfer und Zink. Dazu gehört Tombak, auch falsches Gold genannt, mit einem sehr hohen, bis zu 90-prozentigem Kupfergehalt. Aus einem Tombakblech schneidet Sungert mit der Durchlaufschere die Grundform für die spätere Dose heraus. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde das Blech von Kupferhammerschmieden, sogenannten Blechschlägern, später von Walzwerken und vom Fachhandel geliefert. Johannes Jansen bringt das Schmiedefeuer auf die richtige Temperatur. Den Blasebalg, der heute Seltenheitswert besitzt, kaufte Johannes Jansen 1935 bereits gebraucht. Zusammen mit der Esse ist er einer der wichtigsten Einrichtungsgegenstände der Werkstatt. Im Gegensatz zu seinen eisenverarbeitenden Kollegen ist der Kupferschmied ein Kaltschmied. Das heißt, er kann das Material nur im kalten Zustand bearbeiten. Durch das Abhämmern verdichtet sich jedoch das Material und wird hart und spröde. Daher muss es nach jedem Arbeitsgang ausgeglüht werden, um es wieder weich zu machen. Das Blech darf nicht in Wasser abgeschreckt werden, sondern kühlt allmählich auf dem Boden aus. Gerd Jansen hat das Handwerk seit 1953 erlernt und ist nach der Gesellenprüfung 1958 in die Werkstatt seines Vaters eingetreten. 1978 führten die Jansens nur noch gelegentlich Reparatur- und Auftragsarbeiten aus. Nach dem Ausglühen säubert Sohn Gerd die Werkstücke zunächst von groben Rußresten. So, Vater, ich abseier, ne? Um Zunder und Rußreste zu entfernen, reinigt der Schmied das Metall im Hof mit Salzsäure.
Zum Absäuern gehört auch, die Werkstücke abzuspülen und anschließend mit Sägemehl trocken zu reiben. Johannes Jansen schmirgelt die Platte glänzend. Mit der Feile der Will entgratet er die Kante. Das Blech ist für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Wegen einer Kriegsverletzung trägt Jansen bei der Arbeit meistens einen Handschuh. Johannes Jansen wird in diesem Fall das Werkstück nach einer Zeichnung treiben, was sehr schwierig ist. Üblicherweise fertigten Kupferschmiede ihre Arbeiten nach Augenmaß an. Beim Schlagen wenden die Kupferschmiede zwei Techniken an. Erstens, sie treiben oder weiten das Metall aus. Dadurch verdünnt sich das Material. Zweitens, sie ziehen es ein bzw. auf. Dadurch verdichtet sich das Metall. Johannes Jansen treibt die Platte zunächst auf dem Treibholz mit einem Kugelhammer. Erst börtelt er den Rand, um zu verhindern, dass das Material wellig wird. Anschließend beginnt er, das Werkstück von der Mitte aus zu treiben. Millimeter für Millimeter werden die Schläge dicht nebeneinander gesetzt. Dabei bearbeitet der Schmied sein Werkstück kreisförmig. Jansen Senior schlägt das Metall nach einem bestimmten Rhythmus, dem der Spruch zugrunde liegt: Ist es noch nicht 7 Uhr? Dann folgt ein Pausenschlag. Dieser bei Kupferschmieden bekannte Spruch weist wohl auf den früher üblichen 12-stündigen Arbeitstag von 7 bis 19 Uhr hin. Es ist sehr langwierig, ein Gefäß aus einem Metallblech herauszuarbeiten, wobei der Zeitaufwand von der Form des Werkstücks und vom Material abhängt. Für eine solche Dose benötigt der Kupferschmied im Durchschnitt 4 bis 6 Stunden. Mit dem Holzhammer schlägt Johannes Jansen die Wölbung zurecht, um einen ebenen Gefäßrand zu erhalten. In der Zwischenzeit bearbeitet Gerd Jansen ein Kupferblech an der Richtplatte. Hier entsteht ein Wappenschild. Er falzt zunächst den Rand mit einem Holzhammer. Mit dem Propangasbrenner erhitzt er Pech und lässt es anschließend auf die Kupferplatte fließen. Vor der Anschaffung des Brenners mussten die Jansens das Pech auf dem Schmiedefeuer schmelzen.
Das Arbeiten mit Pech war früher bei Kupferschmieden nicht üblich. Diese Technik wurde erst eingeführt, als sich die Schmiede zunehmend von Haushaltsgegenständen auf die Produktion von kunsthandwerklichen Objekten, zum Beispiel die Herstellung von Firmenschildern und Familienwappen, umstellten. Das Pech muss gleichmäßig auf der Platte verteilt werden, damit beim späteren Beschlagen des Kupfers keine ungewollten Unebenheiten entstehen. Das Metall, das Johannes Jansen bearbeitet, wird bereits hart und fängt an zu singen. Es muss daher gleich ausgeglüht werden. In regelmäßigen Abständen säubert der Kupferschmied sein Werkzeug. Die Hämmer schleift er mit dem Schmirgel ab. Dabei entfernt er kleinste Metallteile, die beim Schlagen Riefen im Material hinterlassen könnten. Im Gegensatz zum Hammerschmied, der früher an großen, meist mit Wasserkraft betriebenen Hämmern Bleche und schwere Kessel herstellte, führte der Kupferschmied, der Werkstätter, in seinem Kleinbetrieb feinere handwerkliche Arbeiten durch. Hier ist ein Blötsch drin. Oma hat gesagt, du sollst ihn ins Hier ist Jans machen. Gut. Jeden Tag? Das geht. Mach ich. Aber ja, machst du das jetzt sofort oder nachher? Nein, nachher machen wir das. Okay. Okay. Ja? Mhm. Gut. Nachdem das Pech leicht abgekühlt ist, legt Gerd Jansen die Kupferplatte in das noch plastische Pech ein. So, Vater, jetzt werde ich gesäuert, die kannst du wieder drehen. Ja? Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war das Handwerk des Kupferschmieds ein gefragtes Gewerbe. Viele Haushaltsgegenstände, wie Kessel, Kannen und Kerzenhalter, waren aus Messing oder Kupfer gefertigt. Neben der Produktion dieser Waren gehörte die Reparatur und Ausbesserung zu den täglichen Arbeiten der Kupferschmiede. Im 19. Jahrhundert wurden die manuell erzeugten Gegenstände zunehmend durch billigere Industrieprodukte verdrängt. Das Berufsbild wandelte sich schnell. Neben den weiterhin traditionell arbeitenden Kupferschmieden entwickelte sich die Branche der Klempner und Ende des 19. Jahrhunderts die der Installateure. Der Beruf Kupferschmied gehört heute der Vergangenheit an. Für die weitere Arbeit spannt Johannes Jansen einen Lagerambos, auch Esel genannt, in den Schraubstock ein. Ich mache da jetzt an dem Rohr weiter. Ne? Ich müsste ja lange fertig hier, ne? Wieder muss der Schmied mit einem Holzhammer den Gefäßrand ansetzen, damit dieser beim späteren Bearbeiten nicht wellig wird.
Die Maße überträgt Johannes Jansen von der vorher angefertigten Zeichnung auf das Gefäß. Parallel zu dem ersten Zirkelschlag kennzeichnet er die Stellen, an denen er die Schläge ansetzen muss. Mit der Hinterkante des Ziehhammers wird das Gefäß jetzt eingezogen, das heißt gestaucht. Im Gegensatz zum Treiben wird das Material dadurch zum Rand hin dicker. Auch nach diesem Arbeitsgang wird das Gefäß wieder ausgeglüht. Eine andere Technik des Kupferschmiedens ist das Löten. Sie hat vor allem im Klempnerhandwerk stark an Bedeutung gewonnen. Zuerst bestreicht Gerd Jansen die Kanten der vorbereiteten Kupferplatte mit Lötwasser oder Zinkchlorid. Der Lötkolben wird im Feuer erhitzt. Der Schmied macht die Wangenprobe, um zu prüfen, ob der Kolben die notwendige Temperatur von ca. 250 Grad erreicht hat. Anschließend zieht er die Kante mit dem Samiakstein ab. Mithilfe von Stangenzinn verzinnt Gerd Jansen die Kanten der Kupferplatte, um sie später verlöten zu können. Je nach Metall verwenden die Kupferschmiede verschiedene Lötmaterialien, zum Beispiel Lötmessing oder Silberlot für Messing und Neusilber, Lötzinn vor allem für Kupfer. Außerdem hängt die Wahl des Lötmaterials davon ab, ob das fertige Gefäß später mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Gebrauchsgegenstände werden grundsätzlich verzinnt. Auf der kombinierten Wulst-, Rund- und Abkantmaschine biegt Gerd Jansen zunächst die Platte an einer Seite um. Mit dem Holzhammer richtet der Schmied den Falz nach. Nun kann er auf der Maschine dem Blech seine endgültige Form geben. Diese Maschine stellt eine wichtige Arbeitshilfe dar. Vor ihrer Einführung im 19. Jahrhundert mussten die Bleche mit der Hand auf Rundhölzern gebogen werden.
Für jeden Arbeitsgang benutzt der Schmied den passenden Amboss. Neben unterschiedlichen Hämmern gehören diverse Polierstöcke und Gewichte, Falz- und Umschlageisen sowie Ambossaufsätze zur Grundausstattung der Werkstatt. Um das Kupferrohr weiter bearbeiten zu können, setzt Gerd Jansen zunächst das Sperrhorn oder den Sperrhaken im Schraubstock fest. Das Rohr kann jetzt zusammengefalzt werden. Damit der Falz nicht wieder verrutschen kann, schlägt Johannes Jansen ihn jeweils an den Rohrenden mit dem Falzhammer zusammen. Bereits seit dem Mittelalter stellten Kupferschmiede Rohre, Dachrinnen und Wasserspeicher her und kleideten Dächer und Turmspitzen mit Kupferblechen aus. Nun arbeitet Gerd Jansen die Kante heraus. Er setzt den Falz ab. Dies geschieht zunächst mit dem Falzhammer. Mit dem Falzeisen zieht er die Kanten noch einmal nach. Mit dem Setzhammer glättet Gerd Jansen das Kupferrohr. Inzwischen ist Jansen Senior mit dem Einziehen des Gefäßes auf dem Esel ein gutes Stück vorangekommen. Da das Rohr an einer Seite verschlossen werden soll, arbeitet Gerd Jansen den passenden Boden heraus. Mit dem Schlichthammer bürtelt er den Rand. Am Rohrende ist der Bodenrand bereits zurechtgeschlagen. Für die weitere Arbeit setzt der Schmied einen Polierstock ein. Das Rohrende bürtelt er noch einmal nach. Bei dieser Arbeit beweist es sich, wie wichtig die präzise Ausführung und das gute Augenmaß sind. Der Falz kann nun mit dem Falzhammer zugeschlagen werden. Auf dem Umschlageisen arbeitet Gerd Jansen mit dem Bankhammer
den doppelten Bodenfalz heraus. Auf dem Sperrhaken schlägt er den Falz endgültig zu. Noch ist das Rohr nicht wasserdicht. Die Falze müssen daher verlötet werden. Zunächst bestreicht der Schmied sie von außen mit Lehm, damit später das geschmolzene Zinn beim Löten nicht herauslaufen kann. Die Lötzinnstücke gibt der Schmied ins Rohr und bringt sie anschließend in der Esse zum Schmelzen. Die Technik des Lötens wurde früher vor allem bei Ausbesserungsarbeiten angewendet. Gebrochene Hinkel und Tüllen oder kleine Löcher in Kesseln mussten gelötet werden. Kupferschmiede, die sich auf das Ausbessern und Flicken spezialisiert hatten, nannte man in Mönchengladbach und Umgebung Ketelböter, das heißt Kesselflicker. Sie hatten meist keinen guten Ruf und übten ihren Beruf häufig im Wandergewerbe aus. Gerd Jansen hat das Kupferrohr poliert. Der wasserdichte Einsatz für eine Vase ist damit fertig. Nun kann er die Arbeit an der Wappenplatte fortsetzen. Zunächst klebt er das auf Papier vorgezeichnete Motiv spiegelverkehrt auf der Platte auf. Mit Punzen schlägt Gerd Jansen jetzt die vorgezeichneten Linien nach. Für die verschiedenen Linienstärken benutzt er unterschiedliche Punzen. Das eingeschlagene Muster erscheint später auf der Schauseite erhaben. Jansen Senior zieht sein Werkstück auf dem Kugelamboss weiter hoch. Dabei arbeitet er in Intervallen. Der Ansatz ist mit einem Strich markiert. Von dort aus zieht er die Gefäßwand kreisförmig bis zum Rand hoch. Die Arbeit mit dem harten und widerstandsfähigen Material und die Beherrschung unterschiedlichster Techniken erfordert vom Schmied nicht nur körperliche Kraft, sondern auch Konzentration, Fantasie und geistige Flexibilität. Das Schmiedehandwerk stand seit alters her in hohem Ansehen. Der Schmied galt als Meister der vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft und spielte daher im Volksglauben und in der Mythologie eine große Rolle.
Mit dem Zirkel markiert Gerd Jansen den Randabschluss des Wappenmotivs. Für den Film fertigt er hier das eigene Werkstattwappen. Es zeigt einen Hammer, gekreuzt mit einem großen J und die Jahreszahl 1978. Sorgfältig zieht Gerd Jansen mit der Laufpunze die Linien nach. Bereits früh fand eine Spezialisierung des Schmiedeberufs statt. Schon im Spätmittelalter gab es eine Vielfalt allein kupferverarbeitender Berufe wie Rot-, Draht- und Blechschmiede, Gürtler, Zirkelschmiede, Wagen- und Gewichtmacher. Auch die große Anzahl anderer metallverarbeitender Berufe verdeutlicht die hohe Bedeutung und Bandbreite von Metallprodukten im Alltagsleben. In Schmieden entstanden Waffen, landwirtschaftliche und handwerkliche Geräte, Haushaltsgegenstände und Schmuck. Mit der breiten Setzpunze werden die flächigen Teile des Wappenmotivs herausgearbeitet. Die Herstellung von Wappen und Schildern hat im Laufe der letzten Jahrzehnte im Verhältnis zu anderen Aufträgen an Bedeutung gewonnen. Zur Produktpalette von Kupferschmieden gehören heute Pokale, Geschenkartikel oder sakrale Kunstobjekte. Haushaltsgegenstände werden dagegen fast gar nicht mehr hergestellt. An der Tombak-Dose beginnt jetzt die letzte Feinarbeit. Mit einem Zirkel nimmt Johannes Jansen das Maß des Dosenbodens und markiert es auf dem Werkstück. Immer wieder muss er die Striche nachziehen, weil die früheren Markierungen durch das Schlagen verschwinden. Den Boden herauszuarbeiten, spannt der Kupferschmied zunächst eine Flachfaust ein. Mit dem Bankhammer, der eine polierte Arbeitsfläche haben muss, schlägt er den Boden glatt. Johannes Jansen hat seine Lehre 1924 bis 1927 bei einem Klempner- und Kupferschmiedemeister in Mönchengladbach absolviert. Allerdings ist er selbst nicht mehr, wie früher üblich, auf die Walz gegangen, sondern hat anschließend die Handwerker- und Kunstgewerbeschule in Krefeld besucht. Nach der Meisterprüfung 1935 eröffnete er die eigene Werkstatt mit einem Lehrling und zwei Gesellen. Sie war bis 1965 in Betrieb. Die weitere Feinarbeit erfolgt auf dem Schweifstock. Hier setzt der Schmied den Fuß der Dose an. Eine geregelte Schmiedeausbildung, das heißt Lehrzeit, Wanderschaft und Mutzeit, gab es im deutschsprachigen Raum seit dem 16. Jahrhundert. Noch Ende des 19. Jahrhunderts waren bei Kupferschmieden Lehrkontrakte von 3 bis 6 Jahren, je nach Lehrgeld, üblich. 2/3 der Lehrlinge arbeiteten in Kleinbetrieben. Die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit betrug 12 bis 14 Stunden. Um die Platte herausnehmen zu können, erhitzt Gerd Jansen das Pech in der Wanne wieder. Jetzt muss er die Platte von anhaftendem Pech befreien.
An der Esse glüht Gerd Jansen die Platte im Feuer aus, damit die letzten Pechreste verbrennen. Die tägliche Arbeit an der Esse und der Umgang mit verschiedenen Säuren und Metallen stellte für die Gesundheit der Schmiede ein Risiko dar. Gerade beim Ausglühen können kleinste Kupferteilchen über die Atemluft in den Körper gelangen. Chronische Metallvergiftungen kamen daher bei Kupferschmieden relativ häufig vor und bewirkten eine vergleichsweise geringe Lebenserwartung. Johannes Jansen schlichtet auf dem Kugelamboss sein Werkstück mit dem Bankhammer ab. Es ist die Vorbereitung zum Abhämmern, der letzten Schlagarbeit an der Dose. Mit dem Tellerhammer wird die Dose endgültig abgeglättet. Auch diese Arbeit führt Johannes Jansen kreisförmig vom Boden zum oberen Rand aus. Dabei setzt er Schlag auf Schlag. Gerd Jansen demonstriert nun die Herstellung von Stangen und Streuzinn. Zunächst schmilzt er in einem Tiegel kleine Zinnstücke. Lötzinn ist eine Zinnbleilegierung, wobei ein Zinngehalt von 40% am gebräuchlichsten ist und am besten fließt. Streuzinn hat sogar einen Zinngehalt von mindestens 90%. Das geschmolzene Zinn wird von Verunreinigungen, zum Beispiel Asche- und Kohleresten, befreit und kann anschließend in die Form für Stangenzinn gegossen werden. Das Stangenzinn erkaltet schnell. Es ist für den Schmied leicht zu handhaben, zum Beispiel für Lötarbeiten oder als Vorrat für die Streuzinnherstellung. Um Streuzinn zu gewinnen, schmilzt Gerd Jansen einen Teil der Stangen wieder ein. Das flüssige Zinn im Tiegel erreicht dabei eine Temperatur von 300 Grad. Durch Rühren kühlt der Schmied das Zinn leicht ab. Es erhält dadurch eine krümelige Struktur. Bevor das Zinn ganz erkaltet, schüttet es Gerd Jansen in einen alten Filzhut. Im Hut wird das Zinn aneinander gerieben, sodass sich kleine Körnchen bilden. Streuzinn verwendet man nur zum Verzinnen, nicht zum Löten. Mit Lötwasser oder anderen Flussmitteln wird es auf die zu verzinnende Stelle gestreut und geschmolzen. Kupfer zum Beispiel lässt sich nur weich löten, das heißt mit Lötzinn verbinden, wenn es vorher verzinnt worden ist. Zuletzt reibt Gerd Jansen das körnige Zinn durch ein Sieb, sodass ein feines Pulver entsteht. Auf diese Weise schafft sich der Schmied einen Vorrat an Streuzinn, den er für die vielfältigen Verzinnungsarbeiten braucht.
Vor dem Fenster hat sich im Laufe der Zeit eine Anzahl von halbfertigen Werkstücken angesammelt, die jetzt in einem Arbeitsgang verzinnt oder verlötet werden können. Aus arbeitsökonomischen Gründen fertigt der Schmied in der Regel ein Gefäß nicht von Anfang bis Ende an einem Stück, sondern erledigt bestimmte Arbeitsgänge wie das Verzinnen erst, wenn er mehrere Gegenstände zur Bearbeitung anstehen hat. Kupfergefäße, die als Geschirr verwendet werden sollen und somit mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen von innen verzinnt werden, da sie sonst giftiges Kupfervitriol abgeben. Zunächst bestreicht Gerd Jansen den Becher von innen mit Lötwasser, einer Salzsäure-Zink-Verbindung. Anschließend bestreut er das Gefäßinnere mit Streuzinn. Für die Vielzahl der angewendeten Techniken und die große Bandbreite der hergestellten Produkte stehen dem Kupferschmied unterschiedlichste Spezialwerkzeuge zur Verfügung, die in der Ausstattung einer normalen eisenverarbeitenden Schmiede nicht zu finden sind. Beim Bestreuen muss der Schmied darauf achten, dass die Fläche gleichmäßig mit Zinn bedeckt ist. Über der Flamme des Brenners schmilzt das Zinn auf der Gefäßinnenseite. Mit dem Pinsel verteilt der Schmied das Zinn gleichmäßig und gibt gleichzeitig noch etwas Lötwasser dazu. Es darf keine offene Kupferstelle zurückbleiben. Jansen wischt die Zinnreste ab. Doch kehren wir zurück zu Johannes Jansen, der das Werkstück auf dem Kugelamboss abhämmert. Er prüft den Rand des Gefäßes. Kleine Unebenheiten werden mit der Feile abgeschliffen. Jetzt kann der Schmied mit dem Randschlag beginnen. Gerd Jansen hat für seinen Vater ein Messingblech ausgeschnitten. Daraus wird Jansen Senior den passenden Deckel für die Tombak-Dose schlagen. In der Zwischenzeit demonstriert Gerd Jansen das Schmieden einer Kugel. Messing- oder Kupferkugeln werden häufig als Zierelemente an größeren Gegenständen, zum Beispiel Kerzenhaltern, verwendet. Zunächst schlägt der Schmied die Kugelform so weit wie möglich aus einem Blech vor. Der Schmied bringt in einem Tiegel Bleistücke zum Schmelzen. Die Kugel erhält danach eine Bleifüllung.
Damit die Kugel beim Auffüllen nicht umfallen kann, drückt sie Gerd Jansen auf ein Lehmstück. In die Öffnung legt er einen Draht ein, der mit dem Blei erstarren kann. Der Draht dient später als Griff. So kann das Werkstück besser bearbeitet werden. Das Messingblech, das Johannes Jansen auf dem Börteleisen treibt, hat inzwischen die Grundform eines Deckels. Sorgfältig arbeitet der Schmied den Rand heraus. Die Bleifüllung der Kugel ist inzwischen erstarrt. Gerd Jansen kann seine Arbeit fortsetzen und bürstet zunächst den Kohlenstaub ab. Die Öffnung der Kugel kann nun eingezogen werden. Dazu benutzt der Schmied den Schweifhammer. Mit dem Tellerhammer bearbeitet er die Rundung. Um die Kugelöffnung zu verkleinern, muss der gebogene Haltedraht herausgenommen werden. Daher schmilzt Gerd Jansen die Bleifüllung der Kugel und gießt sie in den Tiegel. Im Gegensatz zum rötlichen Ton der Dose hat Johannes Jansen für den Deckel eine eher gelbliche Kupferlegierung gewählt. Sie wird durch den höheren Zinkgehalt verursacht. Gutes Augenmaß, aber vor allen Dingen hohes handwerkliches Können und reiche Erfahrung haben unter den Händen des Meisters dieses formschöne Werkstück entstehen lassen. Auch die Arbeit an der Wappenplatte kommt langsam zu ihrem Abschluss. Gerd Jansen hat sie zwischendurch wieder in die Pechwanne eingelegt, diesmal jedoch mit der Positiv der Vorderseite nach oben. Er punzt die Kanten und Linien noch einmal nach. Zuletzt wird das Gefäß mit Putzpomade poliert. Dadurch erhält es seinen Metallglanz. Legt man heutige Lohnkosten für diese handgearbeiteten Gegenstände zugrunde, so wären sie kaum bezahlbar. Deshalb war es Johannes Jansen nicht mehr möglich, die Werkstatt hauptberuflich fortzuführen. Gerd Jansen betreibt das Handwerk weiter nebenher und demonstriert zum Beispiel auf Handwerkermärkten die alte, nun der Vergangenheit angehörende Kunst des Kupferschmiedens.